Mein Name ist Martin Roth, ich bin Geschäftsführer von Cosmos. Hört ihr mich? Sehr gut. Willkommen bei Cosmopolitics am See. Cosmos geht fremd. Ein Gastspiel, das haben wir noch nie gemacht in unserer zweijährigen Karriere. Wir sind erst 2 Jahre alt. Peter, wie lange gibt es euch schon? 30 Jahre, okay. Also wir sind noch wirklich ein junges Küken. Wer kennt den Cosmos? Wer war schon mal im Cosmos gewesen? Okay. Die anderen kennen den Cosmos. Haben ihr wenigstens vom Cosmos schon mal gehört in den Medien? Da haben wir viel Gelegenheit gehabt in den letzten paar Monaten. Ist jetzt gerade vielleicht gut. Ja, willkommen. Wir haben heute einen speziellen Anlass. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch, Allianz Cinema, bedanken für die Anfrage und die Zusammenarbeit. Peter, Dani, Marlene, ist sie auch da? Genau, da ist sie. Danke vielmals. Es hat uns sehr gefreut und ich glaube, das ist eine gute Sache, um Synergien auch miteinander zu nutzen. Wir machen Cosmopolitics bei uns im Cosmos, jeden Montag zu gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen Themen. Ihr habt ein grossartiges Kino am See. Heute Abend läuft ein Film, der viel mit Politik zu tun hat, mit der Frage, wer zieht Strippen in der Politik. Und wir haben ein außergewöhnlich tolles Podium heute Abend, das darüber erzählen kann, wie es in Bern wirklich läuft oder in Zürich. Der Nicola Forster vom Voraus, du erklärst noch selber, wer du bist und was du machst. Er wird das Podium leiten. Ich übergebe dir gerade sehr gern für den heutigen Abend vor dem Film. Danke vielmals und bis später. Ganz herzlichen Dank, lieber Martin. Vielleicht, wir versuchen noch Musik abzustellen. Wie ist so bei euch das Zürich-Deutsch-Level? Hochdeutsch, Hochdeutsch oder Zürich-Deutsch? Wer ist für Hochdeutsch, Hochdeutsch? Nein, alle können Zürich-Deutsch, ausser Christoph und Pascal. Sie werden auf Basel-Deutsch und Bern-Deutsch antworten, aber das akzeptieren wir selbstverständlich. Mein Name ist Nicola Forster, ich bin Präsident von Voraus, einem Think Tank für Schweizer Aussenpolitik. Und wir machen immer wieder so Veranstaltungen, wo wir versuchen, über aussenpolitische Themen auch gerade mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, zu schauen, was eure Meinungen sind. Und wir haben heute Abend wirklich ein fantastisches Podium hier zusammen. Schön sind ihr alle da, schön verbringt ihr den schönen Abend mit uns. Und ich möchte euch gerade zuerst mal vorstellen, wer da vorne sitzt. Und ich fange da ganz zu meiner Linken an. Das ist der Martin Neukomm. Er ist seit kurzem grüner Regierungsrat vom Kanton Zürich und Baudirektor. Martin. Dann direkt neben mir ist Pascal Beriswil. Sie ist Staatssekretärin vom EDA, vom Eidgenössischen Departement für Aussenpolitik. Und sie tut in ihrem Alltag sehr viele aussenpolitische Themen angehen. Von dem her werden wir heute mit ihr unter anderem auch können über die USA reden und über alles, was international ist. Pascal Beriswil, extra von Bern gekommen. Danke. Dann Regine Sauter, sie ist Nationalrätin von der FDP und auch Direktorin von der Zürcher Handelskammer. Entsprechend werden wir mit ihr über die Politik in Bern können reden, aber eben auch über die Wirtschaft und die Rolle der Wirtschaft. Regine. Und last but certainly not least, der Christoph Nufer. Er leitet die Bundeshausredaktion vom SRF. Ihr kennt ihn sicher, weil er meistens die Kommentare macht, die gescheiten Kommentare, wo man dann endlich rauskommt, wie das genau passiert in Bern. Und es ist sehr schön, dass du auch heute bei uns da dabei bist. Christoph Nufer. Jetzt als allererstes, heute das Thema ist Macht und Politik. Wie funktioniert die Macht in der Schweiz auf den verschiedenen Ebenen? Wer hat die Macht? Und ich möchte zuerst gerade die Frage in die Runde stellen, was ist deine politische Macht? Und ich möchte mit dir anfangen, Regine. Was ist deine Macht? Danke vielmals, Nicola, und guten Abend auch von meiner Seite. Ja,
Zuerst würde ich mal sagen, Macht, das ist ja ein relativ undefinierter Begriff und mich tut es schwierig, wenn man den im Zusammenhang mit der Politik verwendet, vor allem mit der Schweizer Politik. Ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Sicht müssen wir von Einfluss reden. Wer hat Einfluss, wer kann Einfluss geltend machen, wer kann viel Einfluss oder weniger Einfluss geltend machen. Und für das muss man sehen, ich bin Nationalrätin, ich bin eine von 200 in Bern. Unsere Partei ist eine von 6 Parteien. Also, Sie sehen, die Einflussmöglichkeiten sind schon durch das relativ beschränkt. Es geht darum, Lösungen zu finden, Mehrheiten zu finden. Und das können die einen oder anderen Parlamentarierinnen oder Nationalräte besser oder weniger gut. Dort drin liegt Kunst. Und ich glaube, wer das versteht, können seine Themen zu platzieren, für das können andere zu gewinnen, für das können Mehrheiten zu bilden, der kann auch Einfluss haben. Einfach ist das sicher nicht. Wir sind ein Milizparlament. Wir treffen uns 4-mal im Jahr für dreiwöchige Sessionen. Und in dieser Zeit eben tun wir die Geschäfte miteinander beraten. Und vorher tun wir sie vorberaten in den Kommissionen. Und eigentlich in den Kommissionen, das ist dort, wo die Arbeit passiert. Dort muss es gelingen, eben können, so Allianzen zu bilden. Und was man dann dort sieht, ja, da gibt es die Verwaltung, die Sachen reinbringt, der Bundesrat, der Sachen reinbringt, die wir dann weiter diskutieren. Und dort merkt man dann, wie ungleich zum Teil auch die Ressourcen verteilt sind. Also der Bundesrat, der kann auf eine grosse Verwaltung zurückgreifen, die Verwaltung, die das alles vorbereitet, die sehr viel Wissen hat. In diesen Geschäften, die wir beraten, braucht es unendlich viel Fachwissen. Also da muss man wirklich sehr alert sein, dass man wirklich da kann Parole bieten und dem auch kann etwas entgegenheben und vor allem dann eben wirklich selber gestalten und nicht nur sich das vorsetzen lassen und das umsetzen, was die Verwaltung einbringt. Gut, herzlichen Dank. Deine Macht ist also irgendwo beschränkt, aber doch, du bist nach einer langen Karriere jetzt auch in Bern und kannst dort auf höchster Ebene mitreden. Jetzt Martin Neukomm, du hast auch jetzt an Macht gewonnen in letzter Zeit, oder? Du bist in den Regierungsrat reingekommen. Wie ist deine Macht heute und verändert sich das, hat sich das sehr stark verändert in den letzten paar Monaten für dich? Ja, zuerst mal guten Abend miteinander. Schön sind Sie alle gekommen und danke vielmals für die Organisation. Ich denke auch, Macht ist ein schwieriges Wort, darum muss ich ähnlich anfangen wie die Regine Sauter. Was heisst das eigentlich? Also ich glaube, es gibt wie unterschiedliche Formen. Also eine Macht wäre in dem Sinn, man kann anderen Leuten sagen, was die sollen machen und sie machen es dann. Das ist vielleicht eher so die Macht, so, wo aus dem Ego raus dann genährt wird. Und dann ist der andere Teil, die politische Macht, ist, glaube ich, viel eher Einfluss. Weil ich glaube, etwas, was die Schweiz stark macht und was das politische Schweizer System stark macht, ist, dass wir von den politischen Strukturen her probiert haben, zu Machtakkumulation verhindern. Also wir haben nie jemanden, der extrem viel Macht hat und der dann extrem viel bestimmt, sondern es ist sehr, sehr gut verteilt. Also auch ich als Regierungsrat, wenn wir in der Regierung eine Mehrheit brauchen, wir haben nicht irgendeinen Präsidenten, der viel mehr bestimmen kann, sondern wir brauchen mindestens noch 3 andere Regierungsräte, um in der Regierung eine Mehrheit zu haben. Und auch in der Verwaltung kann ich ja nicht einfach bestimmen. Sondern ich bin ja extrem angewiesen auf die Mitarbeit der Verwaltung. Also die Verwaltung könnte natürlich sehr viel einfach blockieren und sagen, nein, das machen wir nicht. Also auch dort ist quasi die Macht in dem Sinne eingeschränkt. Und ich glaube, das ist eben genau richtig. Weil sobald eine Person zu viel Macht hat, kommt es irgendwie nicht gut. Und ich denke, wir reden nachher noch ein bisschen über die USA. Und dort ist vielleicht die Situation ein bisschen anders. Darum, also ich denke, meine Macht ist in dem Sinne natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, Einfluss und so weiter, hat man natürlich mehr Einfluss, wenn man in einer Regierung sitzt. Aber auch da vielleicht zur Illustration, wenn es zum Beispiel um einen Gesetzgebungsprozess geht, dann fängt das meistens an in einer Direktion, jetzt dann zum Beispiel in mir, und ich kann das quasi mal einen Entwurf machen und ich gehe mit dem Entwurf in die Regierung und die Regierung kann den Entwurf abändern. Und dann ist der Entwurf von der Regierung und dann geht es ins Parlament und das kann das nochmal abändern. Und man kann sich durch das wie schon so ein bisschen vorstellen, dass ganz am Anfang hat man natürlich auf viele Details einen Einfluss. Und später wird es immer gröber. Und ganz am Schluss ist vielleicht Volksabstimmung, wenn es ein Referendum gibt. Und dann kann man keine Details mehr beraten, sondern es gibt nur noch Ja oder Nein. Also es wird ja am Anfang hat man für viele kleine Details natürlich sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten als später. Darf ich dich noch fragen, dass du jetzt das Amt vom Regierungsrat angestrebt hast, ist das auch ein Machtstreben von dir? Also möchtest du
mehr Einfluss gewinnen und bist darum angetreten für das? Oder wie versteht wenn man du, das? Wenn du sagst, Macht streben, dann habe ich in meinem Kopf so eben jemanden, der so Macht braucht für sein eigenes Ego. Und aus dieser Sicht ist es definitiv nicht. Aber ich glaube, jeder, der in der Politik ist, strebt irgendwie auch nach Einfluss. Weil, also wieso geht man in die Politik? Weil man irgendwelche Ideen hat, die man umsetzen will. Oder bei gewissen sind es vielleicht irgendwelche Interessen, die man umsetzen will. Und ich denke, da ist wahrscheinlich der politische Einfluss für alle etwas Erstrebenswertes. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Du bist eine sehr mächtige Beamtin. Also du bist nicht politisch gewählt, aber du bist Zalleroberst im EDA und entsprechend hast du natürlich auch eine grosse Macht. Wie würdest du sie so umschreiben? Was ist deine Macht? Ja, herzlichen Dank. Also das nächste Mal ist natürlich eine Ehre als Baslerin hier unter so vielen Zürcherinnen und Zürcher zu sein. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe immerhin einen Zürcher geheiratet und er ist hier heute oben. Also von dem her, das legitimiert vielleicht, dass ich eingeladen sein darf. Herzlichen Dank. Mir ist es wie der Vorrednerin und dem Vorredner gegangen, bevor ich konnte jetzt so die Frage beantworten und ich kann sie immer noch nicht ganz beantworten, was ist eigentlich meine Macht? Habe ich müssen klären, was ist für mich der Machtbegriff? Oder ich meine, durch die ganze politische Philosophie hat sich das so gewandelt. Es gibt so viele Theorien und dann habe ich gedacht, ja gut, ich schaue mal, so, was Wurzeln ist. Und ich finde eigentlich die Wurzeln im Indogermanischen ist schön. Es hat zwei Facetten. Das eine ist so die Macht, die man hat aufgrund von der Kompetenz, also das, was ich kann unterschreiben kann, weil ich jetzt hier die Beamte bin, die du beschrieben hast, die hoffentlich auf der Basis von Kompetenzen dort ist. Und das andere ist das, was meine beiden Vorrednerinnen und Vorredner so beschrieben haben, als der Einfluss, den man haben kann. Und das ist immer dann ein Gebilde, eine Interaktion zwischen Menschen, wo man in irgendeine Richtung bewegen kann. Oder? Und wir haben es auch schon gehört jetzt von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, es hat schnell einmal ein Geschmäckchen, Macht. Oder? Für mich ist Macht bis dort okay, wo man legale Mittel braucht. Das bringt mich zum zweiten Aspekt, wo eigentlich durch die ganze politische Philosophie immer wieder kommt, die Herkunft, die Legitimation von Macht, der Ursprung. Da gibt es alle Theorien, die einen, die religiös begründet sind, naturrechtlich oder Verfassung oder Clan, monarchisch. Oder? Es gibt immer irgendeine Herkunft von der Macht und es gibt auch eine mittelbare oder eine unmittelbare Auswirkung von der Macht. Und was mich dort eigentlich fasziniert hat und wo ich beschlossen habe, das ist eigentlich eine Art Facette, die für mich wichtig ist, ist eigentlich, dass schon beim Plato sagt, er, wenn Macht nicht auch mit Vernunft gekoppelt ist, also Macht nicht irgendein Streben hat nach etwas, was für das Gemeinwesen vernünftig ist, dann ist sie eigentlich Ohnmacht. Oder? Dann ist sie vielleicht kurzfristig für das Individuum. Und wir können es dann noch beim Cheney diskutieren. Oder hat er wirklich nur aufgrund vom persönlichen Machtstreben agiert? Oder hat er an etwas geglaubt, ob uns das jetzt passt oder nicht? Also mir gefällt eigentlich die Idee von Macht, hat eine gewisse Intention, eine gewisse Vernunftgerichtetheit, sonst ist sie eigentlich langfristig ohnmächtig. Oder? Also von dem her gibt es die Facetten, Kurzfristigkeit, Langfristigkeit, visible Macht, unsichtbare, formelle, informelle. Und dann bin ich eigentlich immer noch nicht schlüssig gewesen, was jetzt meine Macht ist. Und dann habe ich einfach gedacht, gestern oben, oder? Ich habe ja jeden oben irgendwie 5-6 Notizen zu unterschreiben. Dann habe ich gedacht, ich schaue jetzt einfach mal, was ich jetzt heute oben unterschreibe. Oder? Und das war zuerst die Empfehlung am Bundesrat für die Organisation des nächsten Staatsbesuchs. Oder? Also dort ist sozusagen meine Macht eine beratende, wie also der Bundesrat kann dann das befolgen oder auch nicht. Oder? Dann habe ich eine Versetzung unterschrieben und das GA, also von dem hat Macht über Mitarbeitende. Dort, das sind 5'500 im ETA, das sind etwa 4'500 für deren ihre Sicherheit, ich zuständig bin, in den Vertretungen im Aussennetz und etwa 3'000 die in dem Sinne im politischen Wirken sind. Und dort habe ich sehr stark gespürt, Macht im Sinne von Verantwortung. Oder Verantwortung für so viele Leute. Oder? Dann habe ich eine Stellungnahme unterschreiben zu einem Kriegsmaterialausfuhrgesuch, wo sich die Dienste nicht einig sind. Und ich dachte, das ist so mehr die schiedsrichterliche, vermittelnde Macht. Oder? Dann der Entwurf für die nächste außenpolitische Strategie. Das ist so der konzeptionelle Aspekt von Macht. Oder? Aber dann war noch so die Frage, wo bin ich ersetzbar, oder? Also das GA von meinen Mitarbeitenden, das kann irgendjemand unterschreiben. Das ist jetzt in dem Sinn
nicht eine Macht, die mich auszeichnet. Da bin ich wirklich ersetzbar. Und dann gibt es aber die gestaltende Macht, die Macht von Ideen. Das ist das, was mich eigentlich am meisten fasziniert. Wenn ich im Ausland, bin jetzt viel im Golf herumgereist, habe versucht, Beiträge zu leisten, jetzt in der aktuellen Krise, in der Eskalation. Wir konnten einen Tanker von den Saudis befreien für die Iraner und den verletzten iranischen Soldaten zurückführen. Das ist dort, wo ich dann denke, das ist Gestaltungsmacht, Macht von den Ideen. Macht auch als Vorbild für andere. Das ist nicht etwas, das man morgen messen kann in Form von Erfolg. Wie wenn man ein Schutzmachtmandat unterschreibt, das haben wir auch gemacht. Aber die Macht, die mich fasziniert, ist so die informelle, langfristige, die gestaltende. Danke vielmals. Jetzt Christoph, ihr Medien, ihr seid ja eher so beobachtend. Aber ihr habt ja schon auch eine rechte Macht, oder? Also jetzt Anwesende ausgenommen, aber Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben natürlich schon sehr Respekt vor eurer Macht, die ihr über sie habt. Siehst du das auch so? Ja, ob sie Respekt haben, das müssen wir denen erst fragen. Zuerst einmal, merci vielmals, dass ich hier hier bin. Es freut mich extrem. Es erinnert mich so, vor 20 Jahren habe ich auch hier angefangen als Journalist beim Schawinski. Also ich bin durchaus ein Berner mit einem gewissen Verständnis für Zürich. Gibt es das? Ja, das gibt es. Ich bin der lebende Beweis. Und ich arbeite an einem Unternehmen, das das Headquarter in Zürich hat. Und da gibt es immer Probleme zwischen Zürich und Bern. Aber lassen wir das. Nein, was mir eingefallen ist, auch, wenn man von Macht hat, Einfluss. Also bei uns ist natürlich viel bescheidener als von meinen Vorrednern. Also wir machen Aufmerksamkeit, das ist unser Business. Wir sind im Aufmerksamkeitsbusiness, wenn man das mal so sagen will. Und dort haben wir eine gewisse Macht, weil in der heutigen Zeit, wo enorm viel Massenmedien können machen. Also früher war das den elektronischen Medien, den Zeitungen vorbehalten, dass man Aufmerksamkeit erlangen konnte. Heute kann das jeder machen. Und umso schwieriger wird es auch in diesem Spiel, um Aufmerksamkeit gehört, gesehen zu werden. Und genau dort, glaube ich, ist unsere Macht. Und ich arbeite jetzt bei einem Unternehmen, beim Schweizer Fernsehen, im Bundeshaus. Das ist so wie eine Marke, wo man sagt, okay, denen vertraue ich oder denen vertraue ich nicht. Und ich glaube, genau dort ist die Macht bei uns. Also das, die Brückenfunktion, die wir irgendwie haben zwischen den Leuten und auch zwischen der Politik. Und natürlich, wenn jemand kommt, wenn jemand im Licht ist, wenn jemand, also wir haben so wie die Megafonfunktion, dann haben wir einen unglaublichen Effekt, dass wir das verbreiten, das ist auch unsere Macht. Aber eben auch, wenn wir es nicht verbreiten, wenn eben jemand nicht vorkommt, er gibt sich extrem Mühe, hat gute Sachen, aber er kommt nicht, weil er das falsche Timing hat oder irgendwie sich nicht gut äussern kann. Und ich glaube, dort habe ich das Gefühl, haben wir eine gewisse Macht. Was mir auch sehr aufgefallen ist, ich war 5 Jahre auch im Ausland in Brüssel als Korrespondent und dort ist es völlig anders gewesen. Dort hat man so eine beobachtende Funktion gehabt. Ja, als Schweizer war man so ein bisschen gewesen, wie der Vegetarier in der Metzgerei, so ein bisschen faul am Platz. Oder? Hier in der Schweiz ist das schon ein bisschen anders. Oder? Es ist ein Spiel, ich sage immer, es ist ein Spiel, ich bin wie ein Gemüsehändler mit den Politikern. Wir sind interessiert an Informationen, sie sind interessiert an Aufmerksamkeit. Und dann kann ich auch viel zu denen reden und sagen, was habt ihr zu bieten, was habe ich zu bieten? Und das ist dann so ein Austausch. Und vielleicht das, der Klüngel, noch immer durch, vielleicht können wir über den auch noch reden, das ist auch die Macht. Aber ich möchte das wirklich nicht überschätzen. Aber ist das nicht auch eine gefährliche Situation? Also du hast doch eine grosse Verantwortung, du kannst die Karriere von Leuten beenden, zum Beispiel. Also da eine gewisse Ethik zu bewahren, sich als Journalist, ist da absolut entscheidend, oder? Also, auch über Sachen nicht zu berichten wahrscheinlich, wo vielleicht die Leute würden interessieren, aber man einfach muss sagen, das sollte man gescheiter nicht raustragen. Oder wie handhabst du das? Für mich ist es relativ einfach, auch wenn es manchmal im Einzelfall total schwierig ist. Ich möchte immer den Leuten gerecht werden. Das klingt so einfach, ist es aber manchmal überhaupt nicht, auch wenn man irgendwie kritisch ist mit jemandem, dann muss man ihm irgendwie gerecht werden. Und das ist eben auch etwas, wo, wie soll ich sagen, du sagst es eben Ethik, das setzt natürlich viel voraus. Dass du jemandem gerecht wirst, musst du eben auch fair sein, wenn du ihn kritisierst und eben nicht einfach, wenn du etwas weißt, das einfach bringen und eben vielleicht die Karriere kaputt zu machen. Sondern du musst dir immer überlegen, wirst du dem dann noch gerecht? Das ist mein Maßstab. Wird ich diesen Leuten gerecht?
Darf ich gerade eine Frage stellen jetzt dir? Ist das okay in deinem Podium? Absolut. Dann, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du da quasi gerade so als Journalist am Tisch bist, normalerweise sind ja die Journalisten die, die moderieren, dann kann man denen keine Frage stellen. Das ist noch gut. Mich würde es jetzt eben noch ein bisschen interessieren, wie jetzt das konkret bei dir, Christoph, ist mit der Neutralität. Also die Medien haben ja sich selber immer den Anspruch, zum neutral sein und ausgewogen, weil sonst die einen sagen, hey, das ist mega gemein, ich berichte immer zu viel über die anderen, oder? Das ist ja permanent so ein bisschen das Spiel mit den Medien. Und die Schwierigkeit ist eine Art, was heisst eigentlich neutral? Weil es gibt ja in dem Sinn gar keine Mitte. Also als Beispiel jetzt, ich habe letztens auf YouTube entdeckt, es gibt die Flat Earthers. Kennen Sie die? Oder so eine, also ich sage, Verschwörungstheorie, die glaubt, dass die Erde flach ist. Und jetzt könnte man natürlich als Journalist könnte man sagen, oh gut, das ist eine Meinung, also ich bringe 50% von der Zeit von jemandem, der behauptet, die Erde ist flach. Und ich habe im Fall wirklich geschaut, die meinen das ernst. Ich war zuerst nicht ganz sicher gewesen. Und dann könnte man sagen, nebendran ein Wissenschaftler, der sagt, nein, die Erde ist eine Kugel. Oder mehr oder weniger. Und also wie geht man mit dem jetzt um? Ich meine, da wären wir uns wahrscheinlich einig, da, wenn man sagt, ja gut, da gibt es jetzt verschiedene Meinungen, das wäre wahrscheinlich nicht so neutral. Und das würde mich jetzt noch wundern, wie du das so siehst oder wie du mit dem umgehst. Es ist noch schwierig. Also wir haben immer wieder Sachen, die schwierig sind für uns einzuschätzen. Ich glaube, ich versuche einfach immer so ein bisschen Themen, die näher kommen und die Meinungen, die kommen, so ein bisschen mal anschauen und sagen, ja, ist das jetzt einfach eine Mehrheitsmeinung, eine Minderheitsmeinung oder ist es irgendwie weit draussen eben von irgendjemandem, der irgendetwas behauptet. Und nachdem tue ich natürlich schon ein bisschen gewichten, wie ich das näher bringe. Ja, Anzahl Leute, wie gross die vertreten sind. Ich mache mich auch schlau, wenn eben sagt einer, okay, die Erde ist flach, dann kann ich mich immer schlau machen, okay, gibt es Anhaltspunkte dafür? Änder weniger und entsprechend entscheide ich dann auch. Also wir sind schon neutral, aber was eben auch interessant ist, ich habe vorhin gesagt, ein Rennen um Aufmerksamkeit, immer wichtiger wird eben auch Einordnung, dass man quasi nicht nur sagt Facts, sondern auch, was bedeutet das? Und genau dort wird es eben auch schwierig für uns. Also wir müssen uns immer irgendwie so, wenn wir auch irgendeine Einordnung machen, eine Einschätzung, müssen wir uns irgendwann an einem Maßstab, an einem Gerüst festhalten. Da kann ich nicht einfach irgendetwas sagen, das ist meine Meinung, das ging in meinem Fall nicht. Sondern ich muss es immer können abstützen und sagen, eben, es gibt Leute, die sagen, die Erde ist flach, aber wenn ich nachher rede mit der Wissenschaft, dann gibt es wenige, die die unterstützen. Also so, das ist etwa mein Vorgehen. Merci. Pascal. Du hast gerade auf das, oder Regina zuerst, ja? Ja, schnell, du hast vorhin gesagt, die Politiker haben extremen Respekt vor den Medien. Vielleicht ist das falsche Wort. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Hassliebe. Oder? Man braucht sich gegenseitig. Es ist klar, die Journalisten die brauchen Themen, die sie transportieren können. Wir brauchen eine Plattform, wo wir unsere Meinungen transportieren können. Und es ist natürlich schon so, das merkt man, es gibt Themen, die finde ich total cool und wichtig und alles. Und dann merkt man, aber die Journalisten, nein, kein Thema, weil es interessiert ihre Leser oder Zuschauer oder wer immer nicht. Und es gibt natürlich Leute, oder sagen wir Politiker, die verstehen das Spiel mit den Medien. Und da kommen wir wieder zum Thema Macht, oder? Verstehen das Spiel mit den Medien besser als andere? Wir sagen damals so ein bisschen, wenn von gewissen Kollegen von uns, wenn die ein Kabel neu sehen, dann ziehen die so lange dran, bis vorne ein Mikrofon mit einem Journalist kommt, wo sie reinreden können. Also, und die sind dann natürlich auch die, die gehört werden, die, die Zugang haben. Manchmal denke ich, aha, jetzt der hat wieder einen Journalist angerufen und gesagt, ich kann ihm auf jeden Fall etwas sagen. Und dann kommt er auch im Blick oder im Radio oder insbesondere im Telezüri. Oder für uns ist ja das Telezüri noch wichtig. Es ist klar, oder? Die Journalisten die wollen Themen, die wollen Sachen transportieren und darum brauchen sie diese Quellen. Jetzt das Thema, ja, haben sie eine Macht? Ich fühle mich gerecht behandelt, das muss ich sagen, durch Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, wenn man miteinander die Stilregeln beachtet, dann ist das ein gutes Zusammenleben. Also, natürlich fragt man sich einmal, wieso ist jetzt der heute in der Arena eingeladen gewesen und ich nicht. Aber sie leuchtet einem ein, die müssen eine Auswahl treffen und ein anderes Mal komme ich dann wieder dran. Also, vom Machtverhältnis würde ich da nicht reden, sondern wirklich so von einem eben, Gehen und Nehmen und letztens einer Hassliebe. So. Ich wollte nochmal zurück auf die flache Erde, weil das ist für mich ein von den Trends, wo die Macht verändert und das Machtspiel in einer Demokratie, aber auch in einer anderen Staatsform in den letzten Jahren wirklich geprägt hat. Es ist so der Umgang mit Realitäten, oder? Also
wenn einer sagt, die Erde ist flach, also du hast es schön gesagt, Christoph, dann schaue ich, gibt es irgendeine Evidenz dafür, oder? Aber wir haben sehr viel Beweis, wie jetzt in den letzten Jahren, ich erinnere an die Skripal-Affäre, oder? Da hat es die Skripal-Affäre gegeben und plötzlich hat es geheißen, das Labor Spiez hat das und das gemacht. Und dann ist plötzlich eine Gegenwirklichkeit geschaffen worden, oder? Und, kannst du noch kurz sagen, Skripal-Affäre? Skripal-Affäre war, das sind Leute umgekommen über einen russischen Spion in England. Und es hat Spuren gegeben in der Schweiz, dass die da in dem Sinn auch durchgekommen sind. Und es hat dann einen Moment gegeben, wo man das Labor Spiez mit nicht wahren Behauptungen ins Spiel gebracht hat und auch ein bisschen verunglimpft hat. Oder? Das ist ein Beispiel, aber es hat auch ein Beispiel gegeben vom Flieger, der von Malaysia gekommen ist und abgeschossen worden ist. Und es gibt sehr viele Hinweise darauf, wer da abgeschossen hat. Und dann hat man irgendwo so in den sozialen Netzwerken irgendeine Art Gegenrealität, oder? Der Erde ist flach kreiert. Und wir als Menschen haben immer die Tendenz, dann zu denken, ja gut, der eine sagt das, der andere das. Die Wirklichkeit liegt irgendwo in der Mitte, oder? Und so kreiert man wie neue Welten, neue Realitäten. Und die haben einen massiven Einfluss auch auf die Politik. Also mir fällt auch auf, man hat schon immer irgendwelche Gerüchte und Sachen in die Welt gesetzt, oder? Aber durch die Schnelligkeit, jetzt auch durch die sozialen Medien, haben die traditionellen Medien so viel Konkurrenz, dass sie manchmal einfach müssen Geschichten bringen, dass sie müssen gute Geschichten bringen. Und das hat einen Einfluss natürlich noch auf die Wahrnehmung von Realitäten und auch auf Macht. Macht ist ja die eine Seite und Verantwortung ist die andere Seite. Wie könnt ihr in euren Rollen Verantwortung übernehmen? Also, wo ihr euch, wie sagt, eben jetzt bei dir die Frage mit der Ethik vorher, so, da schaffe ich es nach den Regeln des Spiels tatsächlich das Maximum rauszuholen. Oder? Wie weit kann ich gehen, dass es noch okay ist? Wo habe ich die Verantwortung auch aus meiner Rolle raus, dass ich muss relativ weit gehen? Habt ihr da Beispiele dafür vielleicht, wo ihr jetzt in letzter Zeit damit zu tun gehabt habt? Ja. Also ich habe ganz ein ganz einfaches Beispiel gegeben, aber ihr habt es vorhin gesagt, es gibt durchaus solche, die mehr Talent haben und andere, die weniger Talent haben, vor den Medien und gerade in den elektronischen Medien aufzutreten. Und eben, ich schaue das als auch Verantwortung von mir an, dass man eben auch Leute, die vielleicht ein bisschen weniger gut sind, also ich mache sogar bis zu Bundesrat, sage ich manchmal, Entschuldigung, aber das, was er jetzt gesagt hat, das hat niemand verstanden. Ich bin immer knallhart, ich sage es immer ganz klar, dass es man versteht. Ich sage, ich glaube, das müssen wir noch einmal machen. Dir hat ja, glaube ich, wollen sagen, das und das und das und das. Ist das so? Okay. Wenn wir es noch einmal versuchen? Also wichtig ist eben auch, dass das beste Argument von dieser Person, auch wenn er jetzt vielleicht oder sie nicht so wahnsinnig beschlagen ist und super gut reden kann, dass man das überbringt. Und das ist jetzt im kleinen Bereich, in meinem Bereich, ein Teil, den ich als Verantwortung anschaue. Und ich bin dann zufrieden, wenn der in seiner Welt, in seiner Logik, in seiner Verfasstheit das gute, das beste Argument bringt. Das ist wichtig, klingt banal, aber ist es für mich aber gar nicht. Das hängt eben auch damit zusammen, dass die einen, die super gut reden, immer viel besser rüberkommen, aber die anderen, die vielleicht auch gute Gedanken haben, manchmal muss man denen ein bisschen helfen, und das mache ich wirklich aktiv. Und das ist mir wirklich auch ein Anliegen, dass die auch so rüberkommen. Und mir denkt, je länger dass sie das machen, desto mehr noch, weil ich sage, der kann besser, als was er jetzt gesagt hat. Und dann sage ich, okay, bitte noch einmal. Und ist nicht die Gefahr da, dass nicht du, aber andere Journalisten in so einer Situation zum Beispiel dem Politiker oder der Politikerin etwas ins Maul legen würde. Also wo jetzt wie aus deiner Sicht würde Sinn machen und du das plötzlich der Journalist zu einem politischen Akteur wird. Also diese Gefahr besteht natürlich immer, aber wir sind ja relativ in einem engen Korsett drin. Also es gibt ja verschiedene Verfahren, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, um dann quasi jemanden zur Rechenschaft zu ziehen, wenn man eben irgendetwas ins Maul legt und dann sagt er irgendetwas ganz Komisches. Also es ist nicht so, jetzt gibt es in meinem Fall öffentlich-rechtliches Fernsehen, dass wir da irgendetwas kreieren können und dann haben wir eine super Schlagzeile und alle sagen, hä, der hat das gesagt. Sondern es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, das dann auch zu überprüfen und dann kann man nachhören, in welchem Umfeld hat er die Frage gestellt, was ist der Kontext. Also
man muss das, glaube ich, schon relativ ernst nehmen. Und logisch kann ich versuchen, da irgendwie ein bisschen die Schraube zu machen, suggestiv und so. Aber es kommt meistens nicht sehr gut raus. Der mit dem der Politiker das Wort ins Maul legen, finde ich natürlich noch spannend, weil das ist natürlich häufig ein bisschen der Fall, aber nicht so relevant, weil wenn jetzt mich jemand fragt, ein Journalist, hat er vielleicht schon eine Idee, was ich dann echt wird sagen. Und manchmal frage ich auch so ein bisschen, ja, in welche Richtung geht denn die Story oder auf was läuft es raus? Und dann ist es ja schon klar, dass ich dann, wenn es um Klimaschutz geht, dass ich würde sagen, ja, Klimaschutz müssen wir machen, ist wichtig und so weiter. Also mir häufig, auch wenn in der Arena Leute eingeladen werden, das ist ja nie überraschend, was die sagen. Sonst würde man sie ja wahrscheinlich nicht einladen. Ich weiß nicht, wie das SRF sieht, aber die wissen ja schon, wenn sie die Frage stellen, was dann die Antwort sein wird. Das ist ja viel, viel eine Show. Also vielleicht nochmal zurück auf... Also erstens kann ich bestätigen, dass er einem noch einmal etwas sagen lässt, wenn es zu kompliziert ist. Das habe ich auch schon erlebt. Aber was ich wirklich wichtig finde, vielleicht von den Personen wegzunehmen, zu der Demokratie und unserem politischen System. Und ich glaube, beide Politikerinnen und Politiker haben schon das darauf angesprochen, oder? Ein demokratisches politisches System ist ein sehr anspruchsvolles System. Und es müssen alle Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, es ist Nationalrat ins Auto, vorher schon von den Allianzen und den überparteilichen Kompromiss geredet hat, oder? Und wenn ich mir Sorgen mache, dann ist es, weil ich den Eindruck habe, vielleicht ist man nicht mehr so sehr bereit, viele überparteiliche Kompromisse zu machen. Und wenn ich stolz bin, wenn ich im Ausland sehe, dass es die Kultur allenfalls gar nicht gibt, die bei uns völlig normal ist, dass man immer wieder miteinander auskäst, zwischen den Parteien, überparteilich, und dann einen Kompromiss findet. Und das ist eine grosse Verantwortung, die unsere Politik hat, die unsere Medien haben. Also das, was er beschrieben hat, ist ganz wichtig in einer Demokratie. Und darum sind wir ja froh, dass wir ein öffentlich-rechtliches Fernsehen haben, das vielleicht weniger unter Druck ist wie andere Medien, oder? Weil wenn er die Verantwortung so nicht übernimmt und sie sie nicht übernehmen, dass sie eben zwischendurch sich dann zusammenfinden, dann kann unser System, wo, wenn man am Churchill glaubt, am wenigsten schlechten ist, aber eins, das wir eigentlich bewahren wollen, dann kann es nicht funktionieren. Also ich glaube, Verantwortung ist Teil von der Macht in einem System, das demokratisch ist. Also ich finde da ein ganz gutes Stichwort, Verantwortung. Ich weiss noch, ich war früher noch viel mal im Bundeshaus, gewesen, auch meine Arbeit und so, und habe das gekannt. Aber an dem Tag, wo ich das erste Mal ins Bundeshaus rein bin, wo ich neu gewählt worden bin, ich bin wirklich dort reingelaufen und es ist anders. Ich habe gedacht, ich bin jetzt gewählt zum Nationalrätin sein, ich habe einen Auftrag und ich will das gut machen. Im Sinne von, ich will die Verantwortung übernehmen. Und ich finde es eine grosse Verantwortung. Ich finde, Politik für das Land machen, für das Land etwas gestalten, das ist eine Verantwortung. Und ich nehme das ernst und ich finde, man muss das ernst nehmen. Ja, und ich habe dann für mich selber auch so Regeln definiert, wie will ich diese Arbeit machen. Natürlich, man kann das immer... Das sind hohe Regler, oder? Und im Alltag ist man dann, man ist irgendwie überflutet von Arbeit, es ist viel, sind viele Themen, neue Themen, und man kann es dann gleich nicht so sorgfältig machen. Aber zum Beispiel eine Regel, die ich mir gesagt habe, ich muss können, meine Werte müssen können da drin vorkommen. Und ich muss immer können zu meinen Werten stehen. Und ich muss können in den Spiegel schauen und mir überlegen, das, was ich mache, stimmt das für meine Werte? Weil, ja, für das bin ich auch gewählt worden. Und das kann man auch. Ich bin überzeugt, ich weiß schon, ich bin schon ganz lange in der Politik, schon als junge Frau, wenn ich mich interessiert. Und dann haben mir immer alle gesagt, ja, weißt du, Politik, früher oder später, da musst du dich anpassen. Und dann kommen dann die anderen und sagen dir, was du zu tun hast und so. Du kannst nie dich selber bleiben. Und das können bleiben und wirklich können zu seiner Überzeugung stehen und wirklich das machen, was man findet, ist gut aus meiner Sicht und mit Verantwortung umgehen. Das ist für mich das, wo es darum geht in diesem Amt. Ich finde, mit dem gerade geschwind aufgegriffen, mit, du hast gesagt, man muss sich anpassen. Oder man ist gezwungen, um sich anzupassen. Ich glaube, das ist genau etwas mega Wichtiges. Also ich kann vielleicht sagen, ich bin im Moment gerade an einer Energiegesetzrevision dran, wo ich mir natürlich jetzt schon überlege, ich mache die nicht so, dass ich finde, wie wäre sie so, dass ich sie selber am besten finde. Sondern ich überlege mir, wie komme ich durch die Regierung, wie komme ich durch das Parlament, wie komme ich durch eine Volksabstimmung, falls es eine gibt. Also ich finde das durchaus positiv, dass man sich eben anpassen muss. Und ich glaube, noch etwas vom Wichtigsten, wenn man jetzt über politische Verantwortung redet, was für mich persönlich ist, die Auseinandersetzung mit dem gegnerischen, also mit der Meinung von seinem politischen Gegner. Und ich weiß jetzt nicht, wie das früher war, aber ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen abgenommen hat, das Interesse auf beiden Seiten, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus,
dass der Politiker, der aus einer anderen Partei, komplett auf der anderen Seite, dass der auch legitime Vorstellungen und Interessen hat und um wirklich zu verstehen, um was geht es dem. Weil erst dann, wenn ich quasi auch die andere Haltung verstehe, versteht man vielleicht die eigene auch besser und versteht man den ganzen Zusammenhang besser. Also das ist mir enorm wichtig und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das leider ein bisschen so das Verständnis für den politischen Gegner abgenommen hat. Und jetzt schon wieder ein Link zu den USA. Ich glaube, in den USA ist das, also im Vergleich zur USA sind wir trotzdem noch extrem gut in der Schweiz. Vielleicht auch darum, weil wir so ein bisschen eine gute Kultur haben, auch von der öffentlichen Debatte, zum Beispiel bei Abstimmungen. Aber darf ich da gerade kurz intervenieren? Ja. Wenn du Kompromiss machst, dann hast du tendenziell mehr Macht, oder? Weil du bist auf der Seite, häufiger auf der Seite der Gewinner. Aber du als grüner Regierungsrat zum Beispiel kommst dann vielleicht auch ab und zu Kritik über, du setzt dich nicht mehr voll für unsere Werte ein. Du bist doch früher der Idealist gewesen und jetzt machst du da mit der SVP Kompromiss. Geht denn das? Ja, genau darum ist ja mein Job so spannend. Aber hast du auch Anfindungen, die da kommen? Weiß ich nicht, aber es kommt vielleicht schon noch. Nein, bis jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, es geht ja... Also jetzt aus der Sicht vom Kanton Zürich und jetzt von der Baudirektion geht es in vielen Fällen auch darum, zu erklären, warum macht man die Sachen so und so. Also jetzt in verschiedensten Bereichen. Vorher haben wir über Gesetzesrevisionen geredet. Wir haben natürlich auch viele Anfragen, ich komme ganz viele Briefe über, oder? Wo die Leute sagen, ah, da und da wird die Strasse saniert. Wieso sanieren die Strasse genau da, wo ich mein Restaurant habe? Jetzt habe ich viel weniger Kunden. Oder dann muss man auch erklären, ja, sorry, wir müssen das halt irgendwann sanieren, weil sonst geht die Straße irgendwann auseinander. Also viel so ein bisschen muss aus der Politik aus auch erklärt werden, ja, warum machen wir das so und so. Und darum, also ich glaube, wenn man das schafft, um auch so ein bisschen überzubringen, was ist die Begründung, warum verhält man sich, warum hat man sich so und so entschieden, dass dann auch so ein bisschen ein besseres Verständnis kann erzeugt werden in der Bevölkerung. Aber das klingt so, wie wenn Politik häufig einfach eine Politik vom gesunden Menschenverstand wäre, von der richtigen, ja, Lösung. Schön wär's. Aber das ist ja nicht wirklich der Fall, oder? Es ist bei jedem Thema wieder ein Aushandeln von mehreren möglichen Lösungen. Und am Schluss geht es dann um eigene Ideologie auch. Ich würde eher sagen, es geht um Interessen. Und jetzt gerade für mich in der Baudirektion ist es spannend, weil ich glaube, unser Job in der Baudirektion ist eigentlich zum extrem grossen Teil Interessen abwägen. Also zum Beispiel, ich mache ein Beispiel im Bereich, wenn man bauen tut. Oder? Wir haben Interesse vom Hochwasserschutz, wir haben Interesse vom Brandschutz. Oder? Niemand will das Gebäude abbrennen. Wir haben Interesse vom Denkmalschutz, wir haben Interesse zum Energiegewinnen. Wir haben Interesse von dem, was das Gebäude gehört, der will, dass er nicht viele Auflagen hat, dass es teuer wird und so weiter. Also Und unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich, und darum ist unsere Gesetzgebung auch so kompliziert, weil wir haben all die unterschiedlichen Interessen, wir müssen das jetzt wie irgendwie ausgleichen und schauen, wo finden wir uns. Und da gibt es nicht eine richtige oder eine falsche Lösung. Ich möchte einfach noch etwas sagen zu dem, was du, Pascal, und dir in Ökom gesagt hast, so ein bisschen die Polarisierung, wo eher zunimmt, dass man nicht mehr so aufeinander hört, die Konsensfähigkeit, die eher abnimmt. Ich habe echt das Gefühl nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, in diesem Land ist man fast ein bisschen zum Konsens verdammt. Weil wenn man die Macht hat, dann muss man ja mit dem anderen. Das ist institutionell so. Es kann ja nicht einen allein entscheiden. Und dort finde ich eben, auch wenn man vielleicht manchmal laute Sachen hört bei uns in den Medien von den einzelnen Parteien, am Schluss, wenn sie mitmachen wollen, wenn sie bei der Lösung, bei der Macht dabei sein wollen, dann müssen sie zusammenarbeiten. Und vielleicht, wenn wir von Amerika reden, könnte eben genau dort ein Unterschied sein, wo einfach 4 Jahre lang mal die einen dran sind und 4 Jahre lang die anderen. Und das ist eben schon ein recht grosser Unterschied. Und mir fällt es immer auf, seit ich da im Bundeshaus bin, dass ich, auch wenn es ganz anders tönt, am Schluss haben die Leute Macht, irgendwie es geschafft haben, andere mit ins Boot reinzuholen. Und es ist mir jetzt in der letzten Legislatur aufgefallen, es hat 2, 3 so Momente gehabt im Ständerat, wo der Bundesrat irgendwie aus welchen Gründen auch immer, Europapolitik, Altersvorsorge, einfach nicht mehr weiter, Steuervorlage nicht mehr weiter gewusst. Und dann haben ein paar so ein bisschen ältere Ständerätinnen und Ständeräte zusammengehockt und haben irgendetwas ausbrittelt, wie wir auf Berndeutsch sagen. Und das ist dann im einen Fall auch gut gekommen und
dort ist Macht. Also eben, wenn man zusammen schafft, wenn einer allein will, du laut schreit, der hat in diesem Land von mir das gesehen, nicht per se Macht. Aha, also sehr gut, darf ich da gerade anknüpfen. Ich kann, es ist doch vor, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren das war, es ist doch in Deutschland so quasi die grosse Koalitionsverhandlung gewesen, weil es klar war, dass, jetzt weiss ich gar nicht mehr, CDU und SPD haben zusammen nicht mehr wollen. Und dann ist nachher die Frage gewesen, ja, was gibt es denn noch für andere Konstellationen? Und es war in der Tagesschau gewesen, und dann hat, der Sprecher von der Tagesschau gefragt, ja, wäre es dann möglich, um eine Minderheit der Regierung zu machen? Und dann sagt die Person, die als Korrespondent sagt, ja, theoretisch möglich schon, aber dann müsste die Regierung ja für jedes einzelne Geschäft im Parlament eine Mehrheit suchen und das sei fast nicht denkbar. Und ich musste sehr lachen, oder? Weil bei uns ist das ein Standard und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut, weil wenn man für jedes Geschäft eine Lösung suchen muss, dann ist genau das Austarieren. Findet viel häufiger statt. Also man muss viel häufiger eine Mehrheit finden. Und ich verstand darum ehrlich gesagt nicht so genau, wie deutsche Politik funktioniert, wenn man dann so eine Koalition hat. Wieso hat man dann noch Parlamentarier, wenn die dann alle gleich stimmen wie die Regierung und so. Aber ja, sorry, ich komme da einfach nicht raus. Einfach noch schnell zum Thema, finden wir Lösungen oder nicht? Also ich bin da überhaupt auch nicht so skeptisch. Ja, vielleicht muss man eigentlich mal einen zweiten Anlauf nehmen. Also gerade die Steuervorlage hat das gezeigt, da hat man die erste an die Wand gefahren, man kann es nicht anders sagen. Gut, und dann muss man einen zweiten Anlauf nehmen, wie man halt muss eine Lösung finden. Und es ist dann auch gegangen. Und ja, die Lösung hat keinen Schönheitspreis können gewinnen. Das ist so gewesen, aber es war eine Lösung gewesen. Und jetzt haben wir sie und man hat das Volk können dahinter bringen. Und das ist wichtig in unserer Demokratie. Und manchmal geht es mir auch zu lang. Es geht wahnsinnig lang in der Schweiz. Das ist so. Ich wäre manchmal auch froh, es ginge schneller. Aber was ich finde, die Lösungen, die man nachher findet, wo wir uns einigen können, die verheben nachher auch. Und die verheben für unser Land und machen es stabil. Ist es jetzt für dich, Regine, irgendwie befriedigender, in einer Art Powerplay können zu machen, in einer Situation, wo die FDP die Mehrheit war in den letzten 4 Jahren? Oder ist es attraktiver, eigentlich in einer Situation zu sein, wo man für jede Lösung kämpfen muss, weil man nie weiss, ob es funktioniert oder nicht? Also wir sind nicht in der Mehrheit in den letzten 4 Jahren. Schön wär's. Das ist nicht der Fall gewesen. Das ist auch so etwas. Man hat immer von dieser bürgerlichen Mehrheit im Parlament geredet. Dabei war es etwa genau halbe gewesen. Und man muss immer jemanden weiter gewinnen für eine Lösung. Und das ist auch richtig, weil wenn sie nachher im Volk breit abgestützt sind, die Lösung, also wenn die Bevölkerung nachher in einer Abstimmung dazu Ja sagen soll, dann braucht es breite Lösungen. Das ist schon immer so gewesen in der Schweiz. Einzelne, und darum sage ich auch, eben das Thema Machtballung bei uns, das funktioniert nicht so, wie unser politisches System aufgebaut ist. Auch im Bundesrat, oder die Konkordanz, wo man halt muss, verschiedene Parteien miteinander können eine Lösung vorschlagen, muss ringen miteinander. Ja, dafür bindet man natürlich dann auch alle Kräfte ein. Und das ist etwas Gutes, gerade in unserem Land, wo nicht von Natur aus. Also wenn wir den Bundesstaat anschauen, der ist nicht natürlicherweise heben der zusammen. Da sind ganz viele verschiedene Sprachen, Kulturen, verschiedene Religionen und da, wie unser politisches System konstruiert ist. Ich sage jetzt bewusst konstruiert, wie man es so aufgebaut, schaffen wir es, das Land auch zusammenzuheben. Und genau da verhindert auch eben, dass dann so Machtballungen entstehen können. Zuerst noch Pascal und nachher würde ich für eine erste Fragerunde zu Ihnen, euch, geben. Und wir würden nachher noch, nach ein paar Fragen, würden wir noch über die USA diskutieren. Aber überlegt euch doch schon mal ein, zwei Fragen. Und wir haben jetzt aber zuerst noch kurz Pascal Beriswin. Die Frage war ein bisschen, nimmt durch überparteiliche Kompromisse die Bereitschaft, Allianzen zu schmieden, eher ab? Wird es schwieriger? Und ich würde sagen, es ist alles relativ, oder? Es ist ein internationaler Trend, von der Polarisierung auszumachen. Und der ist stark. Also, ich denke, man darf nicht unterschätzen, die Weltlage ist einigermaßen gefährlich. Man kann es so sagen, oder? Man hat nach dem Ende des Kalten Krieges hat man so lange Zündschnüre aufgebaut zur Sicherheit. Die sind jetzt relativ kurz geworden und es hat einen Haufen, die zünseln und hat auch solche, die Lunte gerochen haben. Oder? Das heisst, der internationale Trend zur Polarisierung, und das gibt er dann auch Bruck noch, über die USA zu reden, ist relativ stark und den haben wir auch in der Schweiz. Oder? Also, wenn ich vorher von der Gegenöffentlichkeit oder der Gegenrealität
Diversität geredet habe. Es gibt dort auch andere Trends, oder? So Operation Libero, überparteiliche Kampagnen, Greta Thunberg, transnationale Bewegungen, die versuchen, auf das zu reagieren, was so die Art von schnellen, hektischer, neuen Öffentlichkeit geschaffen hat an Gegenwelten. Und ich glaube, auch irgendwann einmal werden wir das können. Die Frage ist einfach, sind wir schnell genug gegenüber dem Trend? Das heisst, ich glaube grundsätzlich, und das EU-Dossier ist eigentlich das schönste Beispiel, oder? Wer hat Macht im Land? Sozialpartner haben immer noch die Macht, das haben sie jetzt sehr schön demonstriert, oder? Aber wir sind eigentlich unter Druck, dort eine Lösung zu finden und es fällt uns schwer. Ich glaube, das kann man ehrlich so sagen, es fällt uns schwer. Wir müssen jetzt irgendwie nicht analysieren, warum. Aber es ist ja so, dass es eigentlich für die Schweiz Lösungen braucht, weil wir halt einfach im Herzen von Europa sind und wir werden aus demokratischen und vielen Gründen noch ein bisschen länger brauchen. Und ich glaube, das habe ich gemeint. Oder? Es fällt uns mit der Zeit schwerer und wir sind dort nicht anders als andere. Dann gibt es natürlich Sachen, wo wir wirklich anders als andere sind. Ich vergesse nie, wenn ich dort in Mosambik den drei Parteien gegenüber gesessen bin. Die haben sich alle sehr gut verstanden und sind da irgendwie in farbigen Gewändern und es war eine lebendige Diskussion gewesen. Die einen inzwischen hat es einen Friedensschluss gegeben, dort haben wir auch einen Beitrag wesentlich geleistet. Aber was mir dort wirklich so eingefahren ist, oder, die haben sich gut verstanden, aber es war völlig klar gewesen, die einen haben die Macht und die anderen nicht. Oder? Also so die Vorstellung, dass man allenfalls die Macht teilen könnte in einem politischen System, ist völlig abwesend gewesen, oder? Und da sind wir ganz neu miteinander, selbstverständlich. Oder? Und Polarisierung ist in den USA, das gibt da vielleicht Bruck, sehr, sehr viel stärker, auch über das Zwei-Parteien-System. Oder? Aber ich glaube, beware, also wir sollten irgendwo hier nicht selbstgerecht sein und denken, dass wir dem internationalen Trend irgendwie entkommen. Wir können froh sein, dass wir ein relativ überschaubarer Staat sind, mit einer langen demokratischen Tradition, die sehr, sehr solide ist. Aber wir sind auch durchlässig, oder? Wir sind die drittglobalisierteste Nation auf der Welt. Das heisst, der internationale Trend, der lässt uns nicht kalt. Also das heisst, das müssen wir irgendwo können begegnen. Herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt mal in die Runde schauen. Gibt es Fragen? Mal eine dort hinten und eine da vorne. Ja, bitte. Ja, hallo. Ich bin Patrick. Ich bin Schweiz geboren, gut, das war eine längere Frage mit einem Statement-Teil drin. herzlichen Dank. genau. Also es geht sicher auch um die Vermittlerrolle von der Schweiz. Von dem her möchte ich jetzt gerne zuerst dir das Wort übergeben, Pascal, und nachher noch zur Rolle der Medien kurz an dich, Christoph. Also es ist eine Ja-Nein-Antwort. Wir nehmen seit 40 Jahren das Schutzmachtmandat für die USA wahr. Übrigens, seit kurzem haben wir ein neues in Venezuela, das noch nicht in Kraft ist, aber wo wir auch schon Vorarbeiten leisten. Und wir sind extrem geschätzt für die Rolle. Und das ist ein Grund, warum wir so einen guten Zugang haben, auch zu den amerikanischen
Würdenträger und Offiziellen, oder? Und wir spielen im Moment eine wichtige Rolle. Also wenn irgendwie die Iraner Drohnen abschießen, selbstverständlich tun sie dann sofort, das war auch in der Medien, darum kann ich sagen, den Amerikanern eine Mitteilung über uns geben, was jetzt das war, warum sie das gemacht haben, oder? Und dann geht in der Regel da gehen Meldungen hin und her, und es ist nicht immer schön zum Zuschauen, muss ich ihnen sagen. Es macht einem manchmal Sorgen. Aber das ist etwas, wo, da haben wir eine gewisse Routine, das schätzen die Amerikaner und die Iraner im Übrigen sehr. Und wir können nicht wahnsinnig viel dazu sagen, was wir dort machen, weil die Vertraulichkeit einer der grossen Mehrwerte ist, die wir hier bieten können. Und das ist ein bisschen schwierig, weil in der heutigen Zeit muss man verkaufen können, was man außenpolitisch macht. Und gleichzeitig die wahrscheinlich wertvollsten Sachen dürfen wir nicht sagen. Sie können darauf vertrauen. Also wir können nicht den Krieg verhindern, wenn es ihn soll geben. Aber alles, was wir können machen, um deeskalieren, um zu schauen, dass da nicht über Missverständnis irgendetwas passiert, da können sie darauf vertrauen, dass wir das machen. Was die beiden Psyche anbelangt, haben sie einen unterschiedlichen Grund gehabt. Da muss ich ein bisschen sozusagen die grossen Verschwörungstheorien entgegen. Kräfte. Das eine war, dass eigentlich eine Begegnung hat am UEF und dann sind die Amerikaner nicht gekommen, weil sie ihren Budgetstreit hatten. Und dann ist das einfach in den Büchern vom Weissen Haus ist eigentlich die Begegnung noch drinnen gewesen. Und irgendwann einmal haben sie dann die Einladung ausgesprochen und darum ist unser Präsident dort relativ kurzfristig gegangen. Und der andere Besuch ist schon länger vorbereitet gewesen. Also die Häufung, die hat es dann eigentlich zufällig gegeben, aber selbstverständlich hat man vor allem zwischen den Außenministern auch intensiv über den Iran, über den Nahen Osten, über Venezuela und über die wichtigsten außenpolitischen Geschäfte geredet. Und selbstverständlich ist es so, dass für die USA vermutlich unsere Rolle, die wir für sie können wahrnehmen im Iran, also im ersten Zug eigentlich die wichtigere ist, als jetzt der unmittelbare Wunsch, ein Freihandelsabkommen abzuschließen, wo aber nicht ausgeschlossen sind, sind auch nicht die gleichen Verantwortlichen dort. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage einigermaßen beantwortet. Herzlichen Dank. Christoph, kurz. Ja, ich kann mich relativ kurz fassen. Also, was wir einfach bei solchen Sachen immer versuchen, wenn so grosse Psyche kommt, versuchen wir auch immer mit allen zu reden. Das haben wir auch dann gemacht, wo eben der Uli Maurer zum Trump ist gegangen und umgekehrt, wo der Pompeo hier ist. Und ich glaube, man muss einfach versuchen, wie eine Einschätzung zu machen. Was ist am wahrscheinlichsten? Nicht einfach nachher plappern, was irgendwie alle sagen. Und da möchte ich mich schon ein bisschen verwehren, dass einfach die Medien auch einfach gesagt haben, ja super, wir haben jetzt da grosse Chancen für das Handelsabkommen. Logisch ist das immer gekommen. Logisch hat auch die Politik zum Teil versucht, das gross auf die Agenda zu bringen. Aber unsere Aufgabe ist, das dann irgendwie auch ein bisschen in eine Dimension zu bringen. Also quasi aus Sicht von den Amerikanern vielleicht sagen, dass das jetzt vielleicht nicht die erste Priorität ist, sondern eben die Grosswetterlage am Golf wichtiger ist. Das ist unsere Aufgabe. Also das Einordnen den beiden Sachen, die ihr jetzt gehört habt, ein kleines Gewicht zu geben. Herzlichen Dank. Wir haben noch mal eine Frage da vorne. Ja, kurz. Regina Sauter, nachher Martin Neukomm. Danke. Ja, danke vielmals. 5G ist ein gutes Stichwort. Also, obwohl eigentlich keine konkrete Gesetzesvorlage oder irgendetwas im Moment da ist, werden wir seit Wochen, seit Monaten bombardiert mit Zuschriften, sowohl Briefe als auch Mails und so weiter, in Bezug auf 5G, wo uns Studien und weiss nicht was um die Ohren geschlagen werden, wo eben sagt, wie schädlich das ist. Andere Themen, Impf sind so, es gibt einen Haufen so Themen, wo wie eine grosse Gruppe dahinter ist, meistens sind die Gruppierungen auch sehr gut organisiert, wo wirklich uns mit dem, ja, zu spammen. Und ich meine, das sind
Interessen wie andere auch. Ich meine, ich will nicht mit diesen Leuten, die haben echt Angst jetzt vor 5G und diesen Auswirkungen. Da kann man nicht auf einer rationalen Ebene diskutieren. Aber auch dort wieder, ja, ich meine, es gibt Themen, da bin ich einfach anderer Meinung. Da muss ich nicht sagen, schauen Sie, ich sehe es einfach anders. Und darum tue ich auch anders, ist meine Stimme auch eine andere im Parlament. Und das muss man diesen Leuten auch sagen. Also, da kommt auch immer das Thema, ja, ein Volk will da und da. Und ich sage ja, das Volk. Also eigentlich bei keiner Abstimmung haben wir irgendwie 100% einheitliche Meinung. Bei jeder Masseneinwanderungsinitiative war 49-51% gewesen. Und dann sagen, ja, das Volk will da, du musst jetzt da. Und ich sage, nein, ich muss nicht, weil ich bin bei diesen 49% gewesen und ich stand nach wie vor zu meiner Meinung. Jetzt müssen die anderen 51 und diejenigen, die das geteilt haben, die sind jetzt gefordert, das entsprechend umzusetzen. Und das ist bei all diesen Themen, das muss man auch als Politiker, man kann es nie allen recht machen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Man muss können schauen, dass man sich selber auch treu bleiben kann. Und das hat nichts damit zu tun, nicht mehrheitsfähig zu sein. Also, sondern ja, man muss halt einfach mal den Leuten sagen, ich sehe es einfach anders. Also auf der politischen Seite ist mir eben auch da wichtig, um mich mit den anderen Seiten auseinanderzusetzen. Vielleicht jetzt nicht gerade mit den Flat Earthers, aber zum Beispiel haben sich letzte bei mir Ärzte für Umweltschutz gemeldet und sie wollten mit mir über Gesundheitsprobleme mit Mobilfunkstrahlung reden. Und ich habe die eingeladen und sie sagen, die haben sehr, sehr viele sehr interessante Sachen gesagt. Also ich habe zu 5G jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Meinung, weder dafür oder dagegen, sondern ich versuche herauszufinden, was sind Probleme und was bewegt die Leute und was ist echt so ein bisschen der Kern von der Sache. Und natürlich bei den Klimadebatten ist es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, weil dort geht es wirklich um auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Und ich habe mich dort natürlich auch man sagt immer Klimalügner, ich finde das eigentlich ein schlechter Begriff, einfach Klimaskeptiker, die dagegen sind, ich habe mich mit denen auseinandergesetzt, um herauszufinden, ja, hat es vielleicht etwas dran? Ich bin persönlich zum Entschluss gekommen, es hat nichts dran. Ich glaube, die Schwierigkeit eigentlich eigentlich muss man ja immer selber heranschauen, um beurteilen, also inhaltlich, ist es ein Seich oder nicht? Und für die meisten, also wenn man schnell entscheiden will, dann muss man schauen, was sagen andere und sich aufgrund von dem eine Meinung bilden. Und das ist natürlich gefährlich, gerade jetzt eben mit der zunehmenden Geschwindigkeit von der Information. Also früher war es ein bisschen langsamer gewesen und die Medien sind da auch so ein bisschen drin. Sie müssen immer schneller ihre Push-Meldungen bringen, weil je schneller das Meldung kommt, desto besser. Und mit dem verliert natürlich so die vertiefte Analyse, um zu sagen, jetzt versuchen wir mal, die Sache mal auf den Grund zu gehen. Und gerade die Einordnung, die du, Christoph, vorher erwähnt hast, die verliert natürlich auch Gewicht mit dieser ganzen Geschwindigkeit. Das heisst, ich sehe dort Medien in der Pflicht, aber ihr seid ja auch nicht frei. Also es sind ja nicht die Medien, die entschieden haben, dass es jetzt immer schneller wird, sondern die Medien sind auch in dieser Gesellschaft und müssen irgendwie versuchen, nachzukommen. Also ich habe in dem Sinne auch keine Lösung. Aber ich glaube, für die Medien ist es umso wichtiger, zum versuchen, die Sachen einzuordnen. So ein bisschen wie du am Anfang gesagt hast. Willst du noch kurz? Sonst... Ich glaube einfach, ganz kurz nur. Wichtig ist einfach, das stimmt, es gibt die Verschnellerung, der sind wir ausgesetzt. Aber ich gehe davon aus, dass der uns konsumiert, dass der mündig ist und dass der auswählt. Und das geht wirklich etwas, was für das Kurzfutter ist, bis hin zum ganz langen Schmöcker, kompliziert 5G, von allen Seiten beleuchtet. Und ich glaube, das ist eigentlich die Leistung, dass man immer mehr auswählt und dass eben seriöse Zeitungen, wir zum Teil auch eben die Aufgabe immer noch wahrnehmen, zum Beispiel bei 5G all diesen verschiedenen Fährten nachzugehen, schauen, okay, was sind denn ihre Argumente, ihre Hintergründe anschauen, Gewichte anschauen. Schlussendlich kommt man ein Gespür dafür, irgendwie für, nicht für Wahrheit, aber was etwa so könnte einigermaßen im Bereich von Möglichen sein und was nicht. Und das ist unsere Aufgabe. Besser wissen als die, die all die Studien haben, sicher nicht. Aber auf den Tisch legen, super eine Auslegeordnung machen und sagen, das ist nach bestem Wissen und Gewissen. Das, was ich sagen kann, dann soll jeder selber entscheiden. Aber die Leute müssen selber auswählen und auch selber sagen, das will ich jetzt. Ich will kompliziert. Was ist da? Es gibt Kurzfutter, es gibt kompliziert. Also es ist schon mal das Zeug. Man muss es einfach suchen. Herzlichen Dank. Wir kommen in die Schlussrunde. Und zwar schauen wir alle zusammen nachher den Film «Weiss». Und der «Weiss» ist eben der Dick Cheney, der ehemalige Vizepräsident der USA, der eine enorme Macht bei sich hatte. Und jetzt möchte ich einfach für die Schlussrunde kurz eure Einschätzung zu den USA in der aktuellen Situation oder auch im Rückblick, wenn ihr jetzt die Cheney-Zeit anschaut, kurz von euch hören. Und am besten fängt der Martin an.
Ich verstehe jetzt nicht besonders viel von amerikanischer Politik. Vielleicht fange darum ich an. Das ist gerade gut. Also ja gut, ich habe House of Cards gesehen, von dem her, falls das qualifiziert. man sagt ja immer, das Schweizer System sei so ein bisschen nachempfunden am amerikanischen. Das gibt natürlich gewisse Parallelen, wenn man den Föderalismus anschaut. Aber ich glaube, wir haben im Schweizer System gewisse Sachen besser implementiert. Also wir, das ist damals irgendwie 1848, wo man das alles so ein bisschen angefangen hat aufzubauen. Weil wir haben geschaut, dass Macht besser verteilt ist. Und wir haben 7 Bundesräte und es gibt nicht einen Präsident, der viel mehr entscheidet. Und das ist in den USA bekanntlicherweise ja anders. Und ich glaube, genau dort liegt ein Vorteil vom Schweizer System. Also die USA hat ein politisches System. Einerseits das Problem, dass sie nur 2 Parteien haben. Und ihr Wahlsystem erlaubt eigentlich nur 2 Parteien, weil wenn du als 3. Partei hast du einfach keine Chance. Du kriegst die Stimmen nicht für die Wahlmänner. Und dass nachher alles so auf eine Person ausgerichtet ist, jetzt wie in den USA mit dem Trump, ist aus meiner Sicht auch extrem gefährlich. Weil wenn man einer Person zu viel Macht gibt, dann dreht die durch. Jetzt in dem Fall, ja, ich weiß jetzt nicht, ich darf das glaube öffentlich nicht sagen über andere Regierungsmitglieder, aber ja, man kann sich das ja jetzt vorstellen. Und darum glaube ich, haben wir in der Schweiz durch das viel mehr Stabilität, weil eben in den USA, das ist wie vielen Systemen, das kippt dann hin und her und mal an die einen quasi gemacht und dann die anderen. Und das führt überhaupt nicht zu Kontinuität. Und ich glaube, das ist, wenn man von Wirtschaft redet, für die Wirtschaft einen enormen Nachteil, weil was die Wirtschaft primär braucht, ist Planbarkeit. Und eigentlich das Schlimmste für die Wirtschaft sind so die ganzen Wechsel hin und her und man weiß nie recht, was gilt. Also darum glaube ich, das ist ein grosser Vorteil vom Schweizer System, weil wir können, auch durch das, dass wir ein bisschen langsam sind, haben wir so eine gewisse Kontinuität und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Herzlichen Dank, Regine. Also das Interessante am amerikanischen System und abgesehen vom schweizerischen System auch, und das ist auch ähnlich, ist, dass ja im System selber die Checks and Balances Mechanismen eingebaut sind, die sicherstellen, dass eben nicht das eine Organ übermächtig kann werden zu Lasten vom anderen. Also auch der Präsident hat nicht einfach Full Power, sondern kann mit einem Veto gestoppt werden vom Parlament unter gewissen Bedingungen. Und dort ist dann natürlich entscheidend, ja, was gibt es für Mehrheiten im Parlament? Ist es ein Präsident mit einer eigenen Mehrheit oder nicht? Der Vizepräsident qua Konzept hat eigentlich keine Macht, also, und auch praktisch keine Aufgabe außer der Repräsentative. Kann natürlich eines Tages Präsident werden, wie wir gesehen haben, weil in der Geschichte auch schon vorgekommen ist, also im Todesfall vom Präsidenten, aber hat eigentlich persönlich keine Macht. Und da ist jetzt die Frage, ja, was hat es für einen Präsident? Also der Dick Cheney Vizepräsident war in der Ära Bush. Man muss sich fragen, ja, was ist das für ein Präsident gewesen? Wie hätte das können sein, dass der Vizepräsident plötzlich so viel Macht bekommen hat? Also das ist nicht im System eigentlich begründet, sondern primär, würde ich jetzt einfach aus meiner Warte wagen zu sagen, aus der personellen Konstellation. Und das ist damals schon, die ganze Interessensverflechtung von Dick Cheney war damals eine grosse Diskussion gewesen, vor allem, wo die Regierung Bush kritisiert haben, genau auch wegen dem, wo es nachher auch zu einem Krieg gekommen ist. Und die Frage, ja, hätten andere Mechanismen das können verhindern oder ist etwas im System falsch gewesen, würde ich eben nicht sagen, sondern über meine Beurteilung ist es in der Person gelegen. Und da jetzt im Vergleich zu der Schweiz, wo eben von der Struktur her ein gleiches System hat, dass wir eben beispielsweise eine 7er Regierung haben und nicht eine Regierung, da hat es die Checks and Balances schon in der Regierung selber und das ist sicher ein guter Mechanismus. Christoph. Ich tue mich nicht professionell mit Amerika auseinandersetzen, darum möchte ich wie eine persönliche Erfahrung sagen, die ich habe zum Dick Cheney. Und darum bin ich extrem gespannt auf den Film. Ich habe wenig gelesen, wenig gehört, aber den unbedingt möchte ich den sehen. Und für mich ist so, ich bin politisiert worden, den Zusammenbruch vom Sowjetimperium. Dann plötzlich waren die Amerikaner so stark gewesen, die hatten so ein starkes Jahrzehnt gehabt, dann mit dem Clinton und irgendwie, die sind auf dem Höhepunkt gewesen, mit eben das Ende der Geschichte. Man hatte das Gefühl, wow, die überfahren jetzt eigentlich die ganze Welt, aber irgendwie positiv. Und dann plötzlich ist eben die ganze Geschichte gekommen mit 9-11, dann eben die Neocons, wo plötzlich man hat gehört und gesehen, und eben der Dick Cheney, der wie für das gestanden ist. Und das ist für mich ganz persönlich wie eine unglaubliche Ernüchterung gewesen von dem Amerika, wo irgendwie eben allein da ist gestanden, plötzlich, wo man sieht, dass da für Kräfte
am Werk gewesen. Und mir hat das extrem erschüttert damals, als ich das miterlebt habe, und die ganze Geschichte, eben da, wo dann der Paul gelogen hat vor dem UNO-Sicherheitsrat, wie dann die Kriege gekommen sind, wir haben sehenden Augen, so als Medien, ich weiss noch ganz genau, mit den Embedded-Journalisten, wo man das alles, jede Bewegung miterlebt hat, wie der Krieg dann 2003 gegangen ist. Also das war für mich sehr einschneidend gewesen, und das ist meine persönliche Erinnerung an die Episode von dem Vizepräsident Cheney. Und vielleicht noch zum Schluss, so der Bogen zur Schweiz. Also in der Schweiz ist das eben irgendwie anders, aber gleichwohl gibt es eben auch noch Netzwerke und Machtstrukturen in diesem Land, wo, also, obwohl wir da eben immer 7 haben, gibt es also auch durchaus Zellen von Macht in diesem Land, informelle Macht, zum Teil auch Leute, die lange dabei sind. Also ansatzweise gibt es das auch schon, vielleicht nicht so extrem in Amerika. Herzlichen Dank. Pascal, du hast auch in den USA gelebt, du bist aber dort für die UNO zuständig gewesen und nicht für die Beziehungen mit den USA. Du kennst aber auch das Weiße Haus sehr gut. Deine Einschätzung? Also das nächste Mal, ich habe den Film ja noch nicht gesehen und ich freue mich sehr, den zu sehen. Aber was man einfach nicht vergessen darf, das ist eine Doku-Fiction, oder? Also wir sind noch zu nah an der Geschichte vom Irakkrieg, von Dick Cheney, als dass es irgendwelche glauben. Wir haben vorher von Fakten und alternativen Fakten geredet. Also passen Sie auf, wenn Sie schauen, bleiben Sie kritisch. Es ist nicht so, dass das alles wahr ist, was man dort sieht. Und es ist nicht klar, wie wichtig seine Rolle wirklich war. Und es ist auch nicht klar, oder? Er wird ja, so nehme ich es aus den Kritiken, als wirklich übelster Machtmensch, der nur die Macht hat wollen und nichts anderes, oder? Und ich glaube, er war ein überzeugter Neokon und er hat vermutlich das, was er dort vertreten hat, ein Stück weit auch geglaubt. Oder? Also ich würde ihm das jetzt mal zugutehalten, so sehr ich das persönlich nicht teilen kann. Das ist mal das Erste. Also ich glaube, man muss den Film anschauen und versuchen, auch von der Person abzustehen und zu überlegen, was bedeutet das für das System. Dann von der Vergleichbarkeit. Ich bin sehr erschüttert über das, was zum Teil in den USA im Moment passiert. Das System an sich, finde ich, ist eigentlich ein relativ gewaltiges System mit den Checks and Balances, oder? Und ich glaube, es ist schlicht und einfach nicht vergleichbar, eine Supermacht von dieser Dimension, die so viel Verantwortung für die Welt übernommen hat. Sie haben uns immerhin, das muss man glaube ich einfach nie vergessen, beim Zweiten Weltkrieg ein Stück weit aus dem Schlamassel gezogen. Sonst wären in Europa noch sehr viel mehr Menschen ums Leben gekommen. Oder? Die haben sehr viel Verantwortung übernommen und sie haben eine Kultur, und das fällt mir immer wieder auf. Oder? Man denkt, ja, die sehen ein bisschen aus wie wir und sie ticken wie wir. Und wenn man mit ihnen redet, also mit meinen diplomatischen Kolleginnen und Kollegen im Weißen Haus, dann merke ich immer einfach, die haben einfach total ein anderes Machtverständnis, oder? Die sind als Supermacht sozialisiert. Das mag mir unsympathisch sein, aber es ist eine Tatsache und ich mag das respektieren, oder? Und Checks and Balances haben zum Teil funktionieren sie stark, oder? Mir ist das recht eingefahren, wo der Trump gekommen ist und hat gefunden, oder jetzt machen wir hier in der Immigration das und das, und dann hat irgendeinem Bundesstaat der Staatsanwalt können dort irgendwie die ganze Sache stoppen, oder? Checks and Balances, oder? Das ist sozusagen der positive Teil, sie funktionieren noch. Und der negative Teil, und dort möchte ich noch einmal sagen, wir sind auch nicht geschützt vor dem, es ist alles in einem viel kleineren und viel langsameren Modus, oder? Ist die Erosion innerhalb von den Institutionen, der Verlust vom Glauben an die Institutionen und der Verlust von der Verantwortung. Ich kann es noch einmal sagen, oder? Mir fällt einfach auf in der Auseinandersetzung mit, was ist ein demokratisches System, wenn ich in die arabischen Staaten reise oder in andere Staaten. Es ist ein System, das eine ganz hohe Verantwortung an die Politik delegiert, die eine ganz hohe Verantwortung an sie und uns als Individuen in einer Referendumsdemokratie knüpfen. Und wenn wir die Verantwortung nicht mehr wahrnehmen, und ein bisschen von dem passiert in gewissen politischen Kreisen in den USA, und das ist leider die Superpower Nummer 1, oder? Nach wie vor unbestritten, dann ist es, kann es gefährlich sein für das eigene Land und für Diversität und für das demokratische System. Und im Fall von den USA kann es natürlich dann auch für andere, inklusive uns, auch gefährlich sein. Wenn es zum Beispiel zu einem schweren Handelskrieg werden sollte, dann riskieren wir auch in Europa und in der Schweiz eine Rezession. Dankeschön. Ich will eigentlich ein schönes Schlusswort machen. Schön.
Ich finde, du hast sehr schön den Bogen geschlagen zum Thema Verantwortung, wo auch bei uns wichtig ist, dass wir in unseren ganz unterschiedlichen Funktionen die Verantwortung in unserem System wahrnehmen und durch das auch Demokratie lebt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mit uns die Diskussion verbracht habt, dass ihr engagiert zugelassen und mitdiskutiert habt. Und insbesondere ein grosses Dankeschön an unsere Panelisten, nämlich Martin Neukomm, Pascal Beriswil, Regine Sauter und Christoph Nufer. Herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid.